Ein wunderschönes Moment, meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs 2. Wir sehen immer noch so krass aus wie in der letzten Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Anzug echt sehr, sehr, sehr geil. Okay, up to the next mission, let's go. Was geht ab? Yo, Ranch. Yo, M. Scheiße, Mann, ich hoffe, du hast die Quittung noch. Hey, yo, sieh dir den Flachwichser an. Erzählen Sie uns von Home 2.0. Home-Systeme sind absolut sicher. Die Privatsphäre ist optimal geschützt. Kühne Worte, Steven. Könnten Hackergruppen das nicht als Herausforderung sehen? Ja, sprechen Sie es aus, Shirley. That's sick. Falls die was gegen uns vorhaben, sollen sie es gern versuchen. Home 2.0 ist ein OS mit Zen. Yo, hat er uns beim Namen genannt? Yep. Der hält uns wohl für Amateure, dem zeigen wir. Deshalb versuche ich ja 2.0 zu knacken. Es gibt nur ein winzig kleines Problem. Was? Hier, halt mal. Und geh zurück. So. Der Chip ist ein bisschen schwer auszubauen. Aber es bringt nichts, die Hardware der letzten Version zu verwenden, um das neue OS zu hacken. Wieso? Die haben die Ports geändert. Frei nach dem Kapitalistengesetz für geplante Obsoleszenz. Aber zum Glück hat mir ein Vögelchen gezwitschert, gibt's bei 2.0 einen farmfrischen Zero Day. Oh, so eine Schande aber auch. Jawohl. Deshalb wirst du, mein Freund, mir eine hübsche 2.0 Vorbestellerlieferung hijacken, bevor so ein dämlicher Whitehead Home verrät, wie sie uns Arsch ficken können. Du hast eine schräge Beziehung zur Technologie, das ist dir schon klar. Das meint er nicht so. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, French ist eindeutig immer noch mein Lieblingscharakter aus ganz Watch Dogs 2. Ich finde Marcus, den wir gerade spielen, echt nicht ganz so cool wie den anderen. Also French ist wirklich... Ich finde die Maske sehr geil. Ich hoffe immer noch, dass man irgendwie später in einer... Alter, was ist das für ein Fahrgefühl, Mann? Dass man noch in einer späteren Mission nochmal mit ihm zocken kann. Ey, das wäre auf jeden Fall mega geil. Oder wenn man vielleicht selber die Maske kaufen könnte, das wäre auch cool. Sehr cool. Ich finde die Maske... Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die Maske, die French hat, die ist einfach mega geil. Die ist wirklich richtig geil. War das nicht so eine Lieferung? Ach nee. Ah, okay. Ich muss auf jeden Fall erstmal zum Missionsziel hin. Da habe ich erstmal noch ordentlich den Weg vor mir, nicht wahr? Oder? Ich denke mal, das ist noch ordentlich weit weg, das Ding. Oh, guck mal, hier ist ein Geschäft. Ich könnte mir wieder Kleidung kaufen. Ach, scheiß drauf, wir lassen sie erstmal. Wir lassen die Kleidung erstmal so. Ich habe ja schon so oft die Klamotten geändert. Ich will jetzt erstmal in der Story weiterkommen, okay? Ich habe jetzt schon. Ich weiß gar nicht. In jeder Aufnahme habe ich, glaube ich, einmal die Kleidung gewechselt. Kann das sein? Ich schaue mir jetzt mal das Bike. Ich glaube, da bin ich schneller. Komm her damit. Oh yeah, that sound. Oh yeah. Ich muss ganz sagen, die Dinger klingen extrem geil, aber die sind auch wirklich. Okay, zu meiner Entschuldigung, ich wusste jetzt nicht, ob ich zwischen den beiden Fahrzeugen fahren kann oder ob ich rechts vorbei fahren kann. Ich war mir nicht sicher, ich bin jetzt einfach geradeaus durch die Gegend gefahren. Es schien fast schlau, das zu machen. Aber wenn ich drüber nachdenke, war das doch mehr ein Fehler. Okay, bin ich aber mal da. Oh. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das Fahrgefühl ist besser als Watch Dogs 1, aber noch nicht so geil wie in GTA. Also GTA, was das Fahrgefühl betrifft von Fahrzeugen... Echt weit, hä? Da hab ich nochmal Schwein gehabt. Richtig verdammt nochmal Schwein gehabt. Ist das schon da vorne? Ja, geil, wir sind gleich da. Wir sind gleich da, Leute. Go! Bam. Oh. Ich dachte jetzt echt, die springen mir jetzt schon wieder vor so einem Torrad. Polizei, dann ist Alarmanlage losgegangen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Okay, und jetzt? Okay, ich bin beim Home-Verteilerzentrum. Super. Also sieh dich mal nach einem Computer um. Einer dieser alten Kisten.
Home speichert die Terminpläne mit Nummernschild-Zielort-Kombinationen wie eine Art schwachsinniger Halbanalphabet. Weiß schon, wer der ein Unternehmen wäre. Gut zu wissen. Mal sehen, was ich tun kann. Okay, ich habe gerade mal geraten, ob ich da reinkomme. Die Tür sah mir so ein bisschen aus nach dem Motto, hey, da kannst du rein. Okay, ich denke mal, ich weiß, was ich machen muss. Eine Hackergruppe aus San Francisco hat die Glaubensgeheimnisse von New Dawn enthüllt. Dedzek zeigte Material des New Dawn-Tempels und wies nach, dass die sogenannten antiken Artefakte einfach nur Fälschungen von angeblichen alten Schrifttafeln sind. Mitgliedern der Hackergruppe gelang es, das bewachte Gelände zu infiltrieren und offenzulegen, mit welchen Methoden die Organisation ihre Mitglieder kontrolliert. Darunter Filmstar Jimmy Siska. New Dawn gab hierzu keine Stellungnahme ab. Okay, cool, cool. So, fahren wir wieder zurück. Wie kann ich jetzt nochmal machen, dass du mich aufsammelst? Hör mich doch, Eierloch. Hier drüben, Arschloch. Ich mag die Funktion. Okay, let's go. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Funktion sehr geil, dass das kleine Ding so fluchen kann. Wo bist du? Jawohl. Ich höre gerade einen Wecker. Ich hab die Liste. Okay, super. Jetzt musst du nur noch rüber zum Verteilerzentrum und das Nummernschild von einem ihrer Trucks mit dem abgleichen, der nach Downtown unterwegs ist. Mann, das ist so analog. Hab's dir gesagt, Tech-Hater. Okay, ich dachte gerade ganz kurz für eine Sekunde, dass irgendwie bei mir ein Wecker ist. Ich habe gerade diesen Zeiger gehört, ich weiß auch nicht. Ich war jetzt die Feiertage bei meinen Eltern und da in meinem alten Kinderzimmer, wo ich halt war, da war halt noch so ein alter Wecker. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, okay? Hält die Kirche sie nicht für einen schlechten Einfluss? Ja. Negative Kanäle, ja. Und dann kam dieses New Dawn Video von Dedzek, hat den ganzen Bullshit entlarvt. Moment mal. Nee. Wie kann ich die Gabel heben und senken? Ah, cool. Pinjama Pota. Nee. Ich glaube, wenn ich da so durchfahre mit dem Fahrzeug, kann ich auch was abkriegen. Deswegen fahre ich mal zwischen. So, was muss ich denn machen? Ich muss das Fahrzeug haben. Dafür brauche ich Knotenpunkte. Du? Hast nur Geld für mich, okay? Du vielleicht? Okay, die kann die Luft jagen. Irgendwo hier sind Knotenpunkte. Aber er hat keinen Knotenpunkt. Wo sind die denn? Ah, da hinten. Oh! Das war ein bisschen knapp. Ach, du kannst mich mal. Was hast du gerade gemacht? Sie das hier sehen? Ich glaub's nicht. Ich verpasse die Gehhilfe, Digga. Bäm, Junge. Mach dich kaputt, Mann. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt was anderes machen. Chaos. Am besten richten Chaos irgendwie an. Ich hab eine Idee. Senken wir mal ab. Komm schon. Willst du mich verarschen? Du kannst nicht mal das Ding hoch? Alter, kannst du überhaupt was? Gib das Ding jetzt an! Komm schon! Alter, kannst du überhaupt was? Mann, Alter. Ich wollte jetzt das Auto heben und damit irgendwie Scheiße bauen. Okay, dann nicht. Hui! Oh Mann, ich dachte, ich kann ihn jetzt irgendwie anfahren und dann hochfahren. Warte, hier, ich vielleicht? Hab ich dir wehgetan? Nee, hab ich nicht, schade. Kann ich heute jemanden wehtun, wo ich die Gabel so oben habe? Normalerweise mit dem richtigen Stapler würdest du die Leute totfahren. Na gut, hier, ja, ist halt ein Game, ne? Ist halt ein Game. Kann ich hier... Hey, schlechte Nachricht. Die Dedzek ist in unserem System. Wir müssen es vorerst abschalten. Verdammt, woher weiß er das? Na gut, ich bin gerade mit dem Gabelstab rumgefahren, hab mir eine Scheiße gebaut. Ich glaube, daher wissen sie es. Egal, komm Leute, jetzt gehen wir rein. Wir gehen rein!
Otto, wir gehen rein. Dort drüben ist noch was. Wir gehen rein, Mann. Hier. Hier, guck mal nachladen. Ich weiß es nicht mehr. Viereck, ne? Ja, Viereck. Gut. Da ist einer. Holländer bringt. Sie. Komm her, Dude. Ah, verdammt. Digga, chill. Ich bin der Neue. Ich bin zu eurer eigenen Sicherheit hier. Ihr seid so strohdoof. Ihr seid eine Gefährdung für euch selber. Ich muss euch vor euch selbst beschützen. So in etwa. Jetzt renn, Dude. Renn. Dude. Jetzt, wie? Ach so, jetzt gehst du mal in Deckung. Yeah. Auto-Aim, komm! Yeah, nice! Ich bin am Arsch. Wo hab ich noch eine Granate? Alter, das ist so laut! Ich find scheiße, dass man die Sachen nicht einstellen kann von Lautstärke her. Weil der Pistolen-Sound, der fickt jedes Mal mein Gehör. Was mache ich denn? Oh, verdammt, mein... Fuck, mein Life. Wie habe ich jetzt die Waffen gewechselt? Ich wollte meine Pistole behalten. Komm, räum mal ganz kurz auf hier. Wer muckt auf? Du? Pisser. Verdammt. Noch jemand? Ach, da hinten ist noch einer. Schau mich an, Baby. Holy shit. Die habe ich schon erschossen. Her, neue Pistole wieder. Nice. Mann, Alter, ich bin der Gute. Ich bin der Gute. Hört auf, mich zu schießen, ich bin der Gute. Ich verstehe das einfach nicht. Ah, hier ist mein Stapler. Schön, schön, schön. Musste ganz kurz einmal nachladen. Und jetzt irgendwie die Waffen wechseln. Genau. Jetzt ran in die Deckung. Und... Was, von hinten? Wo ist der Pisser? Ach, der. Oh, jetzt hat er sich da drin versteckt oder was? Ey, der will mich doch verarschen. Mach dich gerne auf hart. Ich bin stärker als ihr alle. Ich bin richtiger Psycho gerade. Oh mein Gott. Wo zum Fick kommst du her? Oh, ein Helikopter. Jetzt haben wir noch einen Helikopter am Arsch. Oder? Du willst mich doch verarschen, oder? Roll mich nicht an. Ich bin das Opfer hier. Aua. Ich bin am Arsch. Ja. Ich glaube, so kann man meine momentane Lage sehr gut beschreiben. Ich bin einfach am Arsch. Ich kann. Okay, ich kann es reinschaffen. Alter, die Alte ist so laut, Mann. Die überstolpert mir total auf dem Headset gerade. Nice, ein Forschungspunkt. Jetzt noch hier ein bisschen Money. Alter, die ist so fucking laut. Okay, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Da oben ist eine Kamera. Wo ist der Hackpoint, den ich brauche? Ach, da unten ist er. Dankeschön. So, wo ist der Nächste? Die sind ja überall hier. Die sind überall, Mann. Wie soll ich hier... Wie soll ich hier lebend rauskommen? Warten, warten, warten jetzt. Meine Güte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will hier nicht sterben. Ich meine, ich werde so oder so sterben. Safe, ich werde sterben. Mein Gott, ich will doch nur eine Mission abschließen. Jetzt habe ich das Auto getroffen, na toll. Beste Deckung, Dude. Bei dir auch? Muss ich ganz ehrlich schon, muss ich schon sagen? Okay, wie muss ich den Helikopter runterholen? Oh! Das ist schön für dich. Oh! Leck mich! Ich mach gleich Selbstmord, einfach nur damit ich die Mission schnell abgeschossen kriege, weil jetzt ist gerade einfach nur, ich glaube, ich bin am Arsch. So kann man gerade das, was hier passiert, zusammenfassen, weil ich werde sterben. Lassen Sie die Waffe fallen und geben Sie auf!
Kann ich echt nirgendwo die Lautstärke einstellen? Ich geh nochmal ganz kurz gucken. Weil die Audioeinstellung von ihr. Holy shit, ist die laut. Die ist einfach so. Oh. 100%, verdammt. Musik, automatisches Musik im Fahrzeug. Ich kann es echt nicht einstellen. Gameplay vielleicht und da unter. Verdammt. Verdammt. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Ah, kommt mal ran hier. Ich nehme noch ein paar mit von euch. Wir hören Schüsse, wir gehen dem nach. Waffen freilassen und auf den Boden legen. Obwohl, ich habe doch jetzt einen Zugang, ne? Eigentlich könnte ich euch die Karre schon mal klauen, das versuchen wenigstens. Ja, na, bruh. Die Waffe weg und runter auf den Boden. Komm, renn, Dude. Verstehen wir, wenn es später Zeit. Ich muss jetzt in die Karre. Rein hier. Ich hab den Truck. Tja, worauf wartest du? Schnapp und weg, mein Freund. Ja, schön, ich muss jetzt trotzdem noch erstmal hier weg. Fuck my life. Was ist das für eine Steuerung? Fuck my life. Oh. Fuck. Was hat mich getroffen gerade? Was hat mich gerade getroffen? Ich meine, gut, jetzt habe ich erstmal noch einen neuen Versuch, das einigermaßen Stealth zu schaffen. Das heißt, ich werde jetzt reingehen, versuchen so wenig Polizisten wie möglich zu erschießen. Das heißt, ich werde jetzt einfach nur auf diese anderen Randoms gehen, die einfach nur rumlaufen. Von Haumen.